Ja, guten Tag. Ich bin Mareike Imken von Save Our Seeds. Ich war letztes Mal schon mal hier, aber es geht immer noch um Gene Drives, leider. Ich möchte euch von der Gene Drive Kampagne erzählen, die wir gerade heute aktuell launchen. Das heißt, sie geht öffentlichkeitswirksam auch mit einer Homepage an den Start. Aber was sind Gene Drives und warum sind sie eine Bedrohung für die Artenvielfalt, für die Ernährungssicherung und für das Netz des Lebens? Gene Drives ist die wahrscheinlich gefährlichste Anwendung der Gentechnik, die bislang für die Freisetzung in der Umwelt entwickelt wurde. Sie ist eine neue Dimension der Gentechnik, denn mit Gene Drives sollen wild lebende Arten gentechnisch verändert, ersetzt oder ausgerottet werden. Ziel solcher Veränderungen sind in der Theorie alle sich sexuell fortpflanzenden Lebewesen, das heißt Pflanzen, Säugetiere, Reptilien oder Insekten. Aber spezifische Anwendungen gibt es bereits für Mücken, Mäuse und Nematoden. Und darüber hinaus kann jeder Gene-Drive-Organismus auch als Biowaffe genutzt werden. Aber bislang gibt es diese gruseligen Organismen nur im Labor. Sie wurden bislang noch nicht in der Natur getestet. Und mit unserer Kampagne wollen wir dazu beitragen, dass das so bleibt. Wir möchten nämlich nicht, dass Gene-Drive-Organismen in die Natur freigesetzt werden. Vor allem auch, weil, wie gesagt, jeder Gene-Drive auch als Biowaffe benutzt werden kann und vor allem auch das US-amerikanische Militär einer der größten Entwickler von Gene-Drive-Organismen ist. Wie funktioniert das? Ja, das funktioniert mit neuen gentechnischen Verfahren wie CRISPR-Cas. Und mit CRISPR-Cas lässt sich tiefgreifend ins Genom von Arten eingreifen und tiefgreifende Veränderungen vornehmen. Bei einem Gene-Drive wird der Fortpflanzungsmechanismus verändert und damit im Grunde die Regeln der Evolution. Denn normalerweise wird sich eine Eigenschaft, die normal in natürlichen Populationen vorkommen, immer nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% weitervererben an die Nachkommen. Aber mit Gene Drives ist es möglich, dass eine Eigenschaft, zum Beispiel, dass eine Eigenschaft an alle Nachkommen vererbt wird. Das bedeutet, Gene Drives machen es möglich, dass zum Beispiel alle Nachkommen steril sind und somit ganze Arten zum Zusammenbruch gebracht werden können. Das kann man hier am Beispiel von Mücken sehen. Im Zeitverlauf breitet sich der Gene Drive innerhalb der Population aus, aber letztendlich führt das zum Zusammenbruch der Population. Das ist eine Technologie, die aktuell noch wenig reguliert ist und wir da einen dringenden Handlungsbedarf sehen. Es gibt zwar eine Gentechnikregulierung, aber weil Gene Drives eine neue Dimension von Gentechnik sind, weil sie sich ausbreiten sollen, weil sie sich invasiv in allen Ökosystemen ausbreiten würden, in denen sie lebensfähig sind, weil sie ganze Arten zur Ausrottung bringen können, ist das aktuelle Gentechnikrecht dafür nicht gemacht und da braucht es große Anpassungen. Aber weil wir noch ganz am Anfang sind mit dieser Technologie, über diese Technologie überhaupt zu diskutieren, ist es wichtig, dass wir ein globales Moratorium durchsetzen. Und das kann passieren auf der nächsten UN-Biodiversitätskonvention in China im Oktober 2020. Und da setzt die Kampagne auch an, denn wir haben einen historischen Moment. Die Bundesregierung wird im zweiten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft innehaben und dadurch wird sie auch Verhandlungsführung bei der UN-Biodiversitätskonvention für die EU haben. Und das bedeutet, wir als Save Our Seeds möchten mit unserer Kampagne ein Freisetzungsverbot von Gene-Drive-Organismen in der EU und auf internationaler Ebene durchbringen und ein Moratorium, das bedeutet einen Stopp jeglicher Anwendung von Gene-Drive-Organismen oder Freisetzung von Gene-Drive-Organismen. Und das bedeutet mit unserer Petition, die ihr ab heute
auf unserer Homepage findet und die ihr auch ausgelegt seht, könnt ihr die deutsche Bundesregierung dazu auffordern, sich bei der UN-Biodiversitätskonvention dafür einzusetzen. Da ich nur 5 Minuten hatte, gibt es gleich noch einen einstündigen Vortrag für alle Menschen, die sich ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchten und vielleicht Kampagnenbotschafterinnen für die Stop Gene Drive-Kampagne sein wollen. Der Workshop findet um 16 Uhr mit Selina, meiner Kollegin, im Workshop-Raum statt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bravo.